Hallo und willkommen zur 6. Ausgabe des Deutschland-Ticket-Vlogs, die mich diesmal nach Marburg geführt hat. Marburg liegt in Mittelhessen, ungefähr in der Mitte zwischen Frankfurt und Kassel und hat etwa 78.000 Einwohner. Was Marburg zu einer besonders interessanten Stadt macht, sind zwei Dinge. Einerseits von einem touristischen Standpunkt aus, dass Marburg eine ungewöhnlich gut erhaltene Stadt ist, mit einem großen, einem sehr schönen, reichen, an Architekturdenkmälern reichen Altstadtkern, der keine nennenswerten Kriegsschäden erlitten hat. Und deswegen bis heute sehr reiches an kunstgeschichtlich bedeutenden Gebäuden. Der gotischen Elisabethkirche aus dem 13. Jahrhundert zum Beispiel, einer der ersten gotischen Kirchen in Deutschland. Dem landgräflichen Schloss der Altstadt mit zahlreichen Fachwerkhäusern des 15., 16., 17., 18. Jahrhunderts. Die Umgebung der Stadt mit bewaldeten Hügeln. Es ist wirklich eine sehr malerische, eine sehr pittoreske Stadt. Bei Marburg ist nicht nur als touristische Sehenswürdigkeit interessant, sondern hat auch ein besonderes Interesse für Linke. Das kommt durch die Bedeutung der alten, sehr renommierten Marburger Universität, die vor allem für Geisteswissenschaften einen hohen Ruf genießt und insbesondere in den ersten Jahrzehnten der BRD genossen hat. Die Marburger Universität war in den 70er, 80er Jahren ein Zentrum linksorientierter, marxistisch geprägter Geisteswissenschaften in der BRD. Marxistisch geprägter Soziologie, Politikwissenschaften und so weiter. Mit Dozenten wie Wolfgang Abendroth und einem gewissen Ausmaß auch über diese Periode hinaus mit Dozenten wie beispielsweise Frank Depper, dem der Linken nahestehenden Frank Depper, oder es gibt auch zahlreiche DKP-Aktivisten und DKP-Intellektuelle in Marburg. Fülbert beispielsweise lebt in Marburg, ist dort auch weiterhin aktiv. In den 70er, 80er Jahren gab es einerseits diese Strömung von marxistisch geprägten Intellektuellen an der Uni, andererseits aber auch eine große, relevante kommunistische Bewegung mit Aktivistinnen in der Stadt. Also Marburg, wie auch die Nachbarstadt Gießen, hat in den 70er, 80er Jahren eine wirklich außergewöhnlich große DKP-Ortsgruppe mit sehr vielen Aktivistinnen, was sich bis heute auch ein bisschen spiegelt in der ungewöhnlichen Rolle, die die DKP immer noch in der Marburger Kommunalpolitik spielt, worauf ich im Gespräch nachher auch ein bisschen eingehen werde. Und das merkt man bis heute. Also bis heute ist Marburg eine Stadt, die sehr für eine Stadt dieser Größe sehr viele linke Organisationen hat, ungewöhnlich viele linke Aktivistinnen hat, ein überhaupt links geprägtes Klima in seiner politischen Landschaft hat. Und über all das habe ich mich unterhalten mit Yusuf und Marc vom SDS, also dem linke-nahen Studierendenverband, die mit mir sprechen werden über die politische Lage in der Stadt, die Linke in Marburg, Hochschulpolitik in Marburg, aber auch das Erbe von Wolfgang Abendroth und diesen anderen marxistischen Intellektuellen, die Marburg so geprägt haben in den frühen Jahrzehnten der BRD und was man davon heute noch spürt. Und damit würde ich dann gleich übergehen zu den Aufnahmen aus Marburg.
Genau. Ich bin jetzt nach ungefähr 3,5-stündiger, etwas komplizierter Fahrt in Marburg angekommen. Ich treffe mich hier mit Marc und Yusuf vom SDS, die einerseits ein Gespräch mit mir führen werden über die politische Situation in Marburg, die Marburger Linke und allgemein das Klima in der Stadt aus einer politischen Perspektive. Andererseits mich etwas herumführen werden durch die interessantesten, bemerkenswertesten, sehenswertesten Teile der Stadt. Und gleich werden wir beginnen mit dem Stadtspaziergang durch Marburg. Durch die Polizei ist sowas, wird auch gerade nochmal diskutiert, dass man da jetzt auch Hunde einsetzen soll und was noch nicht alles. Ich glaube, da musst du anfangen. Wir sind jetzt im alten Botanischen Garten in Marburg. Und das ist, glaube ich, eine der ältesten, größten, interessantesten Parkanlagen in Marburg, oder? Genau, es ist gleich neben der Universitätsbibliothek. Und hier kann man eigentlich ganz gut mal die Sonne genießen und vielleicht ein bisschen was lesen. Gerade in einer Stadt, die jetzt nicht unbedingt die allerprogressivste Verkehrspolitik wie Marburg hat, wo man aus dem Bahnhof tritt, sofort erstmal eine Art riesige Stadtautobahn hat. Es ist wirklich eine sehr schöne grüne Oase. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Park. Auch sehr schön.
stehe jetzt vor der Marburger Elisabethkirche, die das vielleicht historisch interessanteste Gebäude Marburgs ist, aus zwei Gründen. Einerseits ist die Elisabethkirche von kunsthistorisch sehr hoher Bedeutung, weil es in den 1230er Jahren neben der Trierer Liebfrauenkirche als die erste Kirche im rheingotischen Stil in Deutschland gebaut wurde. Die Gotik begann ja in den 1120er Jahren in Frankreich mit dem Chorumgang von Saint-Denis, hat sich dann in Nordfrankreich stark ausgebreitet, hat Deutschland aber erst später erreicht. Das Lustige ist, dass im 18. und 19. Jahrhundert, als ein romantischer deutscher Nationalismus aufkam, man die Gotik verklärt hat zu einem typisch deutschen Stil, weil man damals dachte, die Gotik sei in Deutschland entstanden. Unzählige Essays darüber geschrieben wurden, wie sich in der Gotik deutsche nationale Eigenschaften ausdrücken. Beispielsweise auch bei Goethe in seinem Essay über das Straßburger Münster, bis dann die kunstgeschichtliche Forschung im 19. Jahrhundert langsam gezeigt hat, dass tatsächlich die Gotik eine französische Schöpfung ist und erst sehr spät Deutschland erreicht hat. Deutschland ungewöhnlich lange noch romanisch gebaut hat. Und am Beginn der Gotik in Deutschland steht eben in den 1230ern die Elisabethkirche. Andererseits ist die Elisabethkirche historisch auch deswegen sehr interessant, weil Paul von Hindenburg hier bestattet ist. Und es ist eine skurrile Geschichte, wie es dazu kam. Das war mir selbst auch, bevor ich den Ausflug hierher geplant habe, überhaupt nicht bewusst, obwohl ich schon mal in Marburg war. Es wird von der Stadt auch nicht wirklich offensiv darauf hingewiesen. Hindenburg ist zunächst in seiner ostpreußischen Heimat bestattet worden. Und zwar im Tannenberg-Denkmal, einem monumentalen Denkmal, das die Nazis in Ostpreußen in Erinnerung an die deutschen Siege über die zaristische Armee im Ersten Weltkrieg gebaut hatten. In diesem Tannenberg-Denkmal mussten die Gebeine Hindenburgs allerdings 1944 exhumiert werden, als die Rote Armee heranrückte und die Nazis beschlossen, dass sie die Leichen von deutschen Nationalhelden wie Hindenburg oder Friedrich dem Großen aus Ostdeutschland nach Mittel- und Westdeutschland retten, um sie dort vor dem Zugriff der Roten Armee zu schützen. Hindenburg ist dann von nach Kriegsende von den Amerikanern zunächst in ein Depot in Marburg gebracht worden, weil die US-Armee in Marburg ein Depot hatte, wo man Kunstgegenstände und andere interessante Objekte gelagert hat. So kam der Sarg von Hindenburg und seiner Frau nach Marburg. Und da einem keine bessere Alternative eingefallen ist, hat man dann beschlossen, dass man einfach vor Ort in Marburg Hindenburg und seine Frau in der nahesten evangelischen Kirche beisetzt, eben der Marburger Elisabethkirche. Das Grab von Hindenburg wird allerdings nicht wirklich touristisch offensiv vermarktet. Es gibt in der Kirche selbst keine auffälligen Hinweise darauf, dass Hindenburg dort liegt. Die Stadt Marburg wirbt touristisch auch nicht wirklich damit. Und es ist halt so, dass Hindenburg für die Tourismusinstitutionen der Stadt ein etwas schwieriges Thema ist. Einerseits kann man nicht gänzlich die Tatsache übergehen, dass Hindenburg als Reichspräsident das Dritte Reich in den Sattel gesetzt hat, Hitler ohne Not außerhalb von Wahlen zum Reichskanzler ernannt hat und damit letztlich die Verantwortung für die Entstehung des Dritten Reiches trägt. Andererseits ist Hindenburg aus Perspektive des deutschen Nationalismus eben doch eine Figur, die die Machtstellung Deutschlands in Mitteleuropa gegen Russland verteidigt hat, die sogar versucht wurde, ein bisschen verklärt zu werden als eine Ikone der Demokratie, weil ein demokratisch gewählter Präsident war, bevor die Demokratie dann zerstört hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in der aktuellen politischen Stimmung es mehr und mehr zu einer Rehabilitierung von Hindenburg als einem Verteidiger europäischer Zivilisation gegen russische Barbarei kommen wird. Aber so weit, dass man Hindenburg jetzt unkritisch feiert, ist der Revisionismus immer noch nicht. Deswegen geht man ein bisschen verschämt mit dem Hindenburg-Grabmal um. Es ist halt da, es ist repräsentativ gestaltet, aber man weist nicht offensiv darauf hin. Deswegen wissen auch sehr wenige Leute, dass Hindenburg hier liegt.
Ding, dass der damalige Bürgermeister oder Kommandant oder sowas Marburg relativ kam. Dieses Monstrum ist nicht eine Autobahn irgendwo zig Kilometer außerhalb der Stadt. Das durchschneidet tatsächlich die Kernstadt Marburg in ihren ziemlich zentralen Bereichen. Es ist eins der krassesten Beispiele für die total autozentrierte, menschenfeindliche Verkehrsplanung der 60er, 70er Jahre in der BRD, die ich bisher in einer Stadt dieser Größe gesehen habe. Das ist einfach eine 100, 200 Meter breite Schneise, die die Stadt in zwei Teile zerschneidet. Genau, jetzt sind wir beim Jägerdenkmal. Sehen tun wir erstmal nur die Verblendung. Das sind so Metallzäune, um sozusagen das Denkmal selber zu verblenden. Zu dem Denkmal selbst. Es ist gewidmet den Marburger Jägern, im Ersten Weltkrieg gefallen. Die Marburger Jäger, das hat man sozusagen in der Auseinandersetzung um das Denkmal dann herausgefunden. Es waren vor allem friedensbewegte Kräfte, die es herausgefunden haben. Auch eine Geschichtswerkstatt, die dahinter stand. Die waren eigentlich bei jeder Schandtat, die in der deutschen Geschichte, sei es den Aufstand in der Pariser Kommune, sei es sozusagen der Massenmord an Herero Nama, Königswinter, Erster Weltkrieg und viele mehr, waren eigentlich auch Marburger Jäger dabei. Und um dieses Denkmal nicht einfach so stehen zu lassen, hat man erkämpft, dass es verblendet wird. Verblendet zum einen Sinne, dass man es nicht direkt sieht und auch zwischen den Metallzäunen sind auch bestimmte Aufschriften zu sehen, wo nochmal historisch erinnert wird, für was die wirklich verantwortlich waren. Und die doppelte Bedeutung soll aber auch sein, dass auch die Marburger Jäger sozusagen verblendet waren. Ja. Wir sind jetzt hier gerade in der Philosophischen Fakultät in Marburg oder genauer gesagt jetzt gerade ganz konkret sind wir im Archiv des AStA, also des Allgemeinen Studentinnenausschusses, ist im 6. Stock der Philosophischen Fakultät, da kann man schön die Stadt sehen. Und in der Philosophischen Fakultät ist eben, ja, wie der Name schon sagt, der Fachbereich 03, also Gesellschaftswissenschaften und Philosophie, ist ein eher nicht so schöner Bau, aber dafür sehr einprägsam. Wird auch momentan nochmal renoviert und leergeräumt, soll auch irgendwann nochmal abgerissen werden. Vielleicht soweit.
So, ich bin jetzt im Marburger Aster und habe zwei Gesprächspartner zum Diskutieren über die politische Lage, die Hochschulpolitik, die Linke in Marburg. Und lasst euch erstmal kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr so macht. Genau, ich bin Marc, bin beim SDS organisiert und studiere hier in Marburg Politikwissenschaft. Bin auch hier im Aster aktiv, bin hier Finanzvorstand und seit, ich glaube, 2 Jahren jetzt wirklich aktiv in der Hochschulpolitik und ansonsten eben über den SDS auch kommunalpolitisch sehr aktiv. Ja, hi, ich bin Yusuf, bin auch im SDS aktiv, studiere in Marburg seit 2019 im Master auch Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt politische Ökonomie. Ja, und bin, ja, wie gesagt, auch im SDS, in den Gremien hier auch aktiv. Da wir jetzt hier im Aster in Marburg sind, würde ich gleich mal einsteigen mit einer Frage zur Hochschulpolitik in Marburg. Wie sind so die Verhältnisse in der Marburger Hochschulpolitik? Ist die Marburger Uni eine politisch eher links geprägte? Sind die linken Fraktionen sehr stark? Oder wer gibt momentan im Aster in Marburg den Ton an? Genau, also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Marburger Hochschulpolitik sehr links geprägt ist, gerade seit Corona. Dadurch, dass während Corona quasi nichts passiert ist und viele hochschulpolitische Gruppen sich auch einfach aufgelöst haben, nichts mehr gemacht haben, das sind zum Beispiel die Campusgrüne oder sowas, die es einfach de facto nicht mehr gibt. Genau, deswegen sind wir als SDS momentan hier ja, sehr stark vertreten. Seit 2 Jahren stellen wir auch im Aster den Teile des Vorstands, sind im Studentenparlament, hatten wir in der letzten Legislatur die Mehrheit mit 15 von 41 Sitzen. Wir sind jetzt in dieser Legislatur die zweitstärkste Kraft und auch ansonsten sind die linken Kräfte eher stärker. Wir sind momentan in einer Koalition mit der Rosa Liste. Die Rosa Liste ist eine ja, queer-feministische, eher anarchistisch geprägte Liste, die aber auch ja, insgesamt sehr stabile Arbeit machen, mit dem man auch sehr gut klarkommt. Ansonsten gibt es jetzt auch wieder die Jusos, die waren in der letzten Legislatur nicht vertreten im Stupa, sind aber jetzt auch wieder mit dabei, die auch hier. Dadurch, dass es Marburg ist, schätze ich mal, was ja eine relativ linke Stadt ist, sind die auch ein bisschen linker, als man das von den Jusos jetzt insgesamt erwarten würde. Genau, also, und ja, rechte Kräfte, wir haben die LHG, also die liberale Hochschulgruppe, FDP nah, und den RCDS, also den Ring christlich-demokratischer Studierender von der CDU, die sind ja, marginal, also die sind wirklich, spielen überhaupt keine Rolle eigentlich in der Hochschulpolitik, die machen auch nicht wirklich was, kommen auch nicht so regelmäßig zu den Parlamentssitzungen, haben eigentlich im Großen und Ganzen keinen besonders großen Einfluss in der Hochschulpolitik. Und was sind mit dieser linken Mehrheit an der Uni Marburg eure aktuellen politischen Hauptthemen und Projekte? Wofür setzt ihr euch momentan primär ein? Was sind die größten Konflikte, die größten Anliegen, die ihr in der Hochschulpolitik gerade habt in Marburg? Also man musste das wahrscheinlich so ein bisschen unterteilen in sehr stark so defensive Kämpfe. Also es sind einfach seit über die letzten Jahrzehnte einfach viele Errungenschaften da, die wir versuchen zu verteidigen. Enorm jetzt in den letzten Jahren war vor allem die, oder auch dieses und letztes Jahr waren die Preissteigerungen in Mensen, in Wohnheim nochmal separat, wo wir immer versucht haben, dagegen zu halten, wo wir versucht haben, auch uniweit zu mobilisieren. Und auch versucht haben, so sozusagen das studentische Interesse in den Vordergrund zu stellen und dadurch auch zu politisieren, irgendwie Verbindungen herzustellen zur Unterfinanzierung, zur, ja, und am Ende kommt man beim Kapitalismus an. Also so soziale Interessen eigentlich sehr stark. Auch BAföG-Bündnis gab es hier lokal nochmal. Auf der anderen Seite, oder Wohnen habe ich jetzt nochmal, das haben wir auch sehr stark vertreten zu Semesterbeginn. Marburg ist ja eine Stadt, wo es einfach viel Fluktuation gibt, so, vor allem wenn Semesterstart ist. Und ja, der Markt regelt es ein bisschen schwierig mit der Verteilung der Studierenden in die Wohnung. Es gibt 3000 Wohnheimplätze hier, aber ja, darüber hinaus. Ich glaube, über 20.000 Studierenden, oder? Genau, ja. Und ja, auch viele kommen halt einfach privat unter. Wir hatten so die Wohnzimmerbörse, praktische Hilfe auch gemacht, vor allem im Aster eher dann. Aber auch gleichzeitig dann versucht es politisch in Form von Petitionen an die Stadt. Ja, die Stadt ist ja auch in einer besonderen Situation, vielleicht können wir darüber auch später sprechen. BioNTech spielt genauso wie in Mainz auch eine große Rolle hier oder hat es gespielt. Ja, und neben diesen defensiven Kämpfen haben wir auch versucht, jetzt auch seit dem Ukraine-Krieg, ja, man kann auch sagen defensiv,
Es wurden viele Wissenschaftskooperationen, eigentlich fast alle, eingestellt mit russischen Institutionen, wo wir auch versucht haben, dagegen zu halten. Aber gleichzeitig versuchen wir zumindest auch nochmal ein neues Aufbegehren in Form von, für was ist eigentlich Wissenschaft da, wie verstehen wir eigentlich kritische Wissenschaft, auch als eine Form von, dass wir sagen, naja, kritische Wissenschaft bedeutet, dass wir sozusagen auch dahin kommen müssen, Herrschaft und Gesellschaftssystem zu hinterfragen. Also haben auch sozusagen den Wissenschaftsinhalten hier und da mal probiert. Da sind wir auch eigentlich bundesweit zumindest erstmal in einem ganz guten Pflaster in Marburg. Sei es die Gesellschaftswissenschaften, aber auch andere Bereiche. Das sind so, da habe ich bestimmt ganz viel vergessen, aber Zivilklausel und so spielt irgendwie alles immer mal wieder eine Rolle. Aber ja. Wir haben jetzt vor der Aufnahme schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr auch Angriffe hattet in Marburg von antideutscher Seite gegen euch. Könnt ihr mal kurz zusammenfassen, was da los war, was ihr da für einen Konflikt hattet auf der Uni? Genau. Wir hatten einen Vortrag geplant mit einem Genossen, mit Ramses Kilani. Vielleicht kennt der ein oder andere, die ein oder andere ihn auch, zum Thema antimuslimischer Rassismus, der also auch durch AfD und so weiter momentan wieder sehr stark ist, wollten dazu was machen, da Ramsi Palästinenser ist und sich auch regelmäßig zu dem Thema Nahostkonflikt äußert, haben einige Antideutsche das zum Anlass genommen, da einfach Stress zu machen, haben der Unileitung dann, wir hatten einen Raum an der Uni dafür gebucht, das war auch eine Veranstaltung, die sogar mit der Stadt in Kooperation, beides nicht direkt mit der Stadt in Kooperation stattgefunden hat, aber im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus hier in der Stadt, da wurde es auch aufgeführt. Seebrücke. Genau, mit der Seebrücke auch noch hier in Marburg, die auch sehr stabile Arbeit machen hier. Genau, die Antideutschen haben dann eben die Anwesenheit von Ramsi als ausschlaggebend genommen, zu sagen, der SDS, natürlich, das sind ja Antisemiten, ganz offensichtlich. Und haben dann eben auch der Universitätsleitung im Präsidium geschrieben, das könne ja nicht sein, dass man hier antisemitische Hetzer einladen würde. Wurden auch Meme-Seiten erstellt dazu. Weitermachen. Ja, auf dem positiven Teil, also ich würde sagen, wir haben diese Veranstaltung im Protest durchgeführt. Wir hatten Leute aus dem Landtag von den Linken da, die uns unterstützt haben, die sich auch schon länger mit diesen Problemen auch im Landtag beschäftigen, die solidarisch mit uns waren, zur Demo gekommen sind. Wir hatten die Veranstaltung durchgeführt in einem vollen Linksparteibüro. Die Genossen aus der Linkspartei haben sich gewundert, so voll haben sie das Büro schon lange nicht mehr gesehen. Sind jetzt immer noch aber in den Auseinandersetzungen der Uni, weil das alles so ein bisschen ein Nachspiel hat. Man versucht im Nachgang sozusagen die Räume für solche Veranstaltungen einzuschränken, Leitlinien zu verändern. Es wird eine Veranstaltungsreihe geben von der Unileitung selbst zu Wissenschaftsfreiheit. Da überlegen wir gerade, was wir sozusagen dem entgegensetzen können, wie wir Wissenschaftsfreiheit verstehen. Und Ähnliches passiert auch in Frankfurt. Das stimmen wir mit unseren Frankfurter Genossen auch ab. Und würdet ihr sagen, dass innerhalb der Hochschulpolitik in allgemeiner der Marburg-linken Szene Antideutsche einen wirklich relevanten Faktor darstellen oder dass es eher ein isoliertes Nischenphänomen ist, das sich jetzt partiell mal gegen euch gerichtet hat? Ja, also die Antideutschen haben, also andersrum gesagt, Marburg hat ja eine sehr autonom geprägte linke Szene insgesamt, wo sich Antideutsche natürlich auch sehr wohlfühlen. Da muss man keine richtige Praxis machen. Da reicht es dann, wenn man ab und zu mal ein paar Workshops macht oder ein paar Memes eben als politische Praxis macht. Insofern, die waren hier relativ aktiv bis vor wenigen Jahren, auch in der Hochschulpolitik sehr stark vertreten, vor allem durch die damals noch Campusgrün, die es damals noch gab. Da gab es dann eben auch einen Beschluss, dass man keine BDS-SympathisantInnen einladen kann als Aster oder einladen darf als Aster, weil das natürlich alles antisemitisch ist. Ansonsten, sie sind zwar, also es sind nicht viele Antideutsche hier in Marburg. Vielleicht ist es verhältnismäßig noch ein bisschen größer, weil die linke Szene ein bisschen anders strukturiert ist als in anderen Städten. Aber insgesamt würde ich sagen, dass das eher ein Randphänomen sind. Das sind einzelne Leute, die sehr aktiv sind. Man sieht in der Stadt überall irgendwelche Sticker von denen, aber das ist auch, glaube ich, alles so. Ja, ich würde sagen, spätestens seit Corona hat sich das auch nochmal stärker gewandelt. Vor allem zum einen, weil die politischen Antworten auf die Fragen, die Herausforderungen, die wir als Linken hatten, gab es halt gar keine richtige Antwort darauf, bis auf zu sagen, wir machen Anti-Corona-Proteste. Und jetzt auch bei den Preissteigerungen und dem Krieg merkt man sozusagen, dass man diesen Themen irgendwie sehr ausweicht.
Es gibt ein offenes antifaschistisches Treffen, was auch teilweise gute Sachen macht, wo wir auch hingehen und so. Aber die wirkliche, also die Krisen der Zeit gar nicht so in der Gesamtheit erfasst. Und ja, vor allem an dem Krieg merkt man das ganz deutlich. Da schwanken auch viele, also Waffenlieferungen sind zum Beispiel auch sehr umstritten. Wir haben aber zu Beginn des Krieges auch nochmal in der Marburger Studierendenschaft nochmal bekräftigt, dass wir die Zivilklausel stärken und auch erhalten wollen, weil sie wird auch wieder hinterfragt, auch von der hier FDP-Bildungsministerin, diese Bettina irgendwas. Ja, und ich denke, dadurch haben sie auch an Einfluss, an Hegemonie verloren, weil das einfach nicht mehr überzeugend ist. Wenn wir davon ausgehen, jetzt in einem weiteren Sinn mal einen Blick auf die linke Szene in Marburg werfen. Marburg ist ja eine Stadt, die in mehrfacher Hinsicht besonders ist. Marburg ist einmal eine Stadt, die, glaube ich, den höchsten oder zweithöchsten Studierendenanteil an der Bevölkerung in Deutschland hat. Also Marburg hat, glaube ich, 75.000, 80.000 Einwohner oder so, von denen über 20.000 Studierende sind. Und Marburg ist dadurch für Linke eine besonders interessante Stadt. Das ist ja in den 60er, 70er Jahren eines der Zentren linksradikalen Geisteslebens in der BRD war. Durch einerseits eine Vielzahl von prominenten linken Dozenten wie Abendroth, andererseits dadurch, dass es auch eine starke kommunistische Bewegung in der Stadt gab, eine sehr große DKP-Zelle. Wie wirkt sich das heute in der linken Realität der Stadt aus? Wie sieht die linke Szene in Marburg aus? Was sind so die wichtigsten Akteure? Ist Marburg insgesamt eine linksgeprägte Stadt? Und wenn ja, in was für Strömung, was für Orgas ist am ehesten gegliedert? Ja, also genau, grundsätzlich, also ich glaube, man kann ganz grob die linke Szene in Marburg aufteilen, so zwei größere Strömungen. Das ist einmal eine klassenkämpferisch-gewerkschaftlich geprägte Strömung, wo wir uns auch dazu zählen würden, dann auch die Genossinnen und Genossen von der SDRJ oder von der DITIB-Jugend, vom Internationalen Jugendverein, die auch sehr gewerkschaftsnah sind, die Gewerkschaftsjugenden natürlich. Wir haben auch eine Gruppe, die Arbeitsgemeinschaft Gewerkschaftliche Fragen hier in Marburg, die auch meines Wissens nach von Abendroth damals mitgegründet wurde. Genau, dass man halt eben sehr großen Wert eben gelegt hat auf die tatsächliche Praxis. Auf der anderen Seite hat man dann eben eine sehr große autonome Szene, die aber ja nur bedingt aktiv ist. Also da werden vor allem Workshops gemacht, da werden irgendwelche Sommerfeste gemacht. Solche Dinge, die aber jetzt keine konkrete Praxis haben. Die waren sehr aktiv während der Anti-Corona-Proteste, die in Marburg natürlich auch waren, relativ große auch. Genau, aber ja, wirklich Strömungen kann man da auch nicht wirklich ausmachen. Es ist halt ja sehr autonom geprägt, einfach sehr, ja, teilweise ein bisschen anarchistisch, ein bisschen idealistisch, habe ich auch manchmal das Gefühl. Und ja, meines Erachtens nach nicht so aktiv, nicht das Potenzial ausschöpfen, was man eigentlich in Marburg aufgrund der Geschichte und aufgrund der Gegebenheiten auch hätte. So. Vielleicht so ergänzend noch, also interessant ist auch, dass diese Art von autonomen Strömung halt sehr in Bündnissen aktiv ist oder themenbezogen oder nur in einem Fall bezogen sehr aktiv dann und sich dann wieder auflöst und nicht so eine richtige Organisierung haben, die beständig und über eine längere Zeit ist. Und mit dem Vergleich früher, man merkt schon, dass die Genossinnen und Genossen von früher aus den 70er, 80er, 90er Jahren, dass es schon auch ein bisschen was gebracht hat. Also zum einen haben wir die Kämpfe, die sie damals geführt haben, hat auch sehr viel dazu geführt, dass sich gewisse Dinge institutionalisiert haben. Ich denke zum Beispiel an das Zentrum für Konfliktforschung in Marburg, ist eigentlich aus der Friedensbewegung entstanden heraus. Johannes Becker war einer der Mitgründer des Zentrums, ist ja vielleicht in der Friedensbewegung, also daher kennt man ihn zum Beispiel, ja, hat sich natürlich auch über die Jahre verändert und alles. Aber ein anderes Beispiel ist auch die Friedensbewegung, wo man natürlich auch sagen muss, dass wir da auch irgendwie eine gewisse Verantwortung haben, da auch stärker aktiv zu sein, auch als junge Menschen vor allem. Aber da merkt man zum Beispiel auch, sie hatten zum Nagasaki-Gedenktag durchgesetzt, dass sie in Kooperation mit der Stadt eine Veranstaltung im Rathaus haben und haben auch sozusagen den SPD-Bürgermeister seitens dazu gedrängt, dass er zu Mayors for Peace beitritt, also dem Bündnis gegen dem Bürgermeister-Netzwerk gegen Atomwaffen und Frieden.
Und wie ist das an der Uni? Ihr studiert ja beide Politikwissenschaft. Ist es so, dass man bei den Dozenten, beim Inhalt der Lehrveranstaltung noch eine Nachwirkung davon spürt, dass Marburg so lange stark geprägt war von sehr linken Dozenten wie Abendroth oder Frank Depper? Hat man immer noch eine nennenswerte Zahl von marxistisch geprägten Dozentinnen oder zumindest Dozentinnen, die tolerant gegenüber marxistischen Ideen sind? Ja, absolut. Absolut. Das merkt man schon auf jeden Fall. Wir haben einen Lehrstuhl für politische Ökonomie. Das gehört auch zu den Basismodulen, die man im Politikwissenschafts-Bachelor auf jeden Fall belegen muss. Da gibt es auch ein Seminar, das Kapitalband 1 lesen. Es wird auch sehr stark rezipiert, nicht nur von Menschen aus der Politikwissenschaft, sondern da sind dann auch wirklich aus anderen Fachbereichen Studierende da, die sich das dann auch immer gerne angucken und auch immer gerne dabei sind, weil das wirklich sehr, sehr gut ist. Es ist eine sehr, sehr gute Einführung in das Kapital, das auf jeden Fall. Und auch generell in der Politikwissenschaft, das merkt man schon durchaus. Also die Themen, die dann gerade in so Seminaren behandelt werden, die sind schon durchaus links geprägt. Das ist schon durchaus, würde ich schon sagen. Muss vielleicht dazu sagen, dass es eine kleine Zäsur gab bei der Lehrstuhlbesetzung. Also das kannst du vielleicht nochmal... Ja, also es ist schon das Größte, ist weg. Also wenn man an die Historie denkt, die Marburger Schule, so Leute wie Deppe, Georges Filbert, Reinhard Kühnel und die Nachfolger, da war es schon so, dass man sich bemüht hat, diese Leute rauszudrängen, die linken Kräfte rauszudrängen. Die Germanistik war früher sehr, sehr stark marxistisch geprägt. Das ist schon ein Stück weit weg, aber wir haben immer noch Sachen erhalten, wir haben sehr gute Professoren. Das muss man schon, wir sind immer noch an der bürgerlichen Universität, auch wenn man mal hier und da Nischen hat mit Marx-Lesekreis und so, ist es schon so, dass der Großteil schon nicht mehr so ist wie früher. Aber an der heutigen Zeit gemessen ist, wenn man es an einem Beispiel festmachen will, die Genderforschung, wir haben immer noch ein Genderzentrum, ist auch jetzt mittlerweile als Nebenfach eingeführt, vorher in Politikwissenschaft integriert und auch es war immer möglich, darin auch ein Zertifikat zu machen, wenn man nicht Politikwissenschaft studiert. Und der Ansatz dort zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, ist sehr von der Arbeitswelt geprägt. Also doch irgendwie der Zusammenhang zwischen Arbeit und was für eine Auswirkung das auf Gesellschaft hat mit dem Fokus auf Gender und Geschlecht sozusagen. Und das sind schon Sachen, die da nachwirken und super toll sind für die heutige Zeit, aber es ist bei weitem nicht wie früher. Ihr habt mir ja vorhin schon erzählt, ihr seid beide ja nach Marburg gezogen, einerseits natürlich zum Studieren, dass ihr aber auch beide bewusst die Wahl getroffen habt, nach Marburg zu gehen, wegen der politischen Betätigungsmöglichkeiten, weil ihr Marburg schon auf dem Schirm hattet als eine linksgeprägte Stadt. Habt ihr im Studium den Eindruck, dass es ein verbreitetes Phänomen ist, dass Studierende bewusst in Marburg studieren, weil es eine linksgeprägte Uni ist, dass mal Leute nach Marburg gehen, weil sie gerne linke Dozenten haben wollen? Also es ist was auf jeden Fall vorkommt. Ich weiß es nicht genau, ich kann es schwer einschätzen, ob das jetzt ein Massenphänomen ist, ob das jetzt bei vielen so ist, aber ich sage mal, in den Kreisen, in denen man aktiv ist, kriegt man das dann schon mit, dass viele dann halt eben auch sagen, ach ja, hier Wolfgang Abendroth oder auch Frank Deppe. Das sind einfach Namen, die man dann schon mal irgendwie gehört hatte, wenn man sich schon ein bisschen politisch gebildet hat. Also es kommt schon vor, ich würde aber glaube ich nicht sagen, dass das der Großteil ist. Ja, eher so bauchlinks und man weiß, in Marburg ist links und so, deswegen schon, aber ein wirkliches inhaltliches Auseinandersetzen mit der Geschichte, mit der Marburger Schule zum Beispiel, mit der gewerkschaftlichen Orientierung. Ich meine, das war eine super, Marburg war schon eine Keimzelle auch für die Theoriebildung in den 70er, 80er Jahren, für den MSB Spartakus, für den SDS. Vor allem sozusagen der Ansatz, dass man immer im Bündnis mit der Arbeiterklasse nur Sachen durchsetzen kann. Und es war in der 68er-Bewegung ja schon sehr bedeutend und ist, glaube ich, immer noch bedeutend, welche Frage hat die Intelligenz, also welche Frage haben sozusagen Studierende und mit dem Aufkeimen der Massenuniversität. Das ist ein bisschen verloren gegangen, also da gibt es sozusagen welche Stellung die Intelligenz heute hat und so, das ist nicht so intensiv diskutiert wie damals. Und auch vor allem dieser gewerkschaftliche Ansatz, ich habe es vorhin mal kurz gesagt, Marburg ist die erste Hochschule, die einen Kooperationsvertrag mit dem DGB hatte, also zumindest der Fachbereich 03 hatte einen. Also das ist schon, also mit dieser Bewusstheit kommen, glaube ich, nicht viele Leute hier. Das ist vielleicht eine Handvoll oder so, aber irgendwie links dann schon.
Wir haben jetzt mehrmals schon die in Marburg ungewöhnlich starke und traditionsreiche Stellung der DKP angesprochen. Ist das auch an der Uni ein Faktor, dass es so, dass eine Hochschulpolitik hier bzw. die Linke großgeschrieben das Monopol mehr oder weniger auf linke Politisierung hat? Oder sind DKP und SDRJ auch an der Uni ein wirklich starker, merkbarer Faktor? Also wir haben in unserer Liste, SDS-Liste, haben wir auch drei SDAJ-Genossen, aber ja, tatsächlich spielt sozusagen die Hochschule als Kampffeld, glaube ich, für diese Organisation. Wir sind da ab und zu im Austausch und versuchen auch die Leute zu ermutigen, sich hier stärker zu engagieren, aber ich habe den Eindruck, dass es da nicht so die Hauptrolle spielt, was auch ein bisschen schade ist, finde ich persönlich. Ja, und daher spielt es also von der Tradition her dann leider ein bisschen weniger. Es gibt leider nicht den MSB sozusagen, der dann nochmal aktiv. Aber das heißt, SDS und SDRJ betreiben gemeinsam Hochschulpolitik in Marburg? Ich denke, also der SDS betreibt Hochschulpolitik und die SDRJ unterstützt uns dabei. Genau. Sagen wir es vielleicht mal so. Das habt ihr ja vorhin schon erwähnt, dass auch auf kommunalpolitischer Ebene im Stadtrat in Marburg eine politische Besonderheit besteht bezüglich der DKP und der Linken. Mögt ihr das nochmal kurz erklären, was in Marburg, wie das aussieht, das Verhältnis von DKP und Linke in Marburg? Ja, es gibt seit geraumer Zeit, mehrere Jahrzehnte, die Bündnisliste Marburger Linke, also Linke kleingeschrieben, gar nicht als Partei Linke. Und da sind, genau wie du angedeutet hast, Linke als auch DKP-Genossen dabei. Früher war das viel mehr durchmischt. Es war eigentlich sogar eine offene Liste. Also der eigentliche Gedanke war, dass man gar nicht sozusagen einer Partei angehört, sondern das linke Spektrum. Es gab ja auch sehr viele Friedensbewegte in Marburg, wo auch viele Leute sozusagen im Kommunalparlament vertreten waren. Aber es konzentriert sich immer mehr, sozusagen eigentlich immer mehr auf die Linke. Es sind aber noch, es ist zum Beispiel eine der Fraktionsvorsitzenden, ist DKP-Mitglied. Also so ist es nicht, die gibt es immer noch. Aber genau, da gibt es auf jeden Fall eine enge Zusammenarbeit. Ja, und hoffentlich bleibt die auch noch lange. Wie würdet ihr es einschätzen, euren bisherigen Erfahrungen? Ihr lebt jetzt seit 4 Jahren beide ungefähr in Marburg. Ist es denn so, dass die linke Szene in Marburg sich mehr oder weniger speist aus den Studierenden, die ein paar Jahre da sind? Oder ist die linke Szene auch in einem nennenswerten Maß geprägt von Leuten, die dauerhaft in Marburg leben, von Marburger Normalbevölkerung? Schwierig. Also ich denke, dass die... die Jugendorganisationen sind natürlich sehr, also die wirklich aktiven Jugendorganisationen sind sehr stark studentisch geprägt und eben, wie du sagst, von Leuten, die dann ihren Bachelor hier machen, jedenfalls auch einen Master und dann halt höchstens 5, 6 Jahre hier sind. Das zeigt sich dann auch in vielen Dingen, dass halt einige Themen, das merken wir jetzt gerade im Aster, einige Themen, die vor einigen Jahren schon mal Auseinandersetzungen waren mit der Universität zum Beispiel, Räumlichkeiten, neue Räumlichkeiten für den Aster, diese Kämpfe wurden geführt, sind dann abgeflaut, weil es eben einen personellen Wechsel gab werden dann jetzt halt nochmal geführt. Das heißt, das ist auf jeden Fall so. Es gibt aber auch einen relativ großen linken Teil der Stadtbevölkerung, der dann auch länger hier ist und sich auch hier politisch betätigt, vor allem über so Vorträge oder es gibt diesen, wie heißt das, diesen Debattierclub da aus der Linken. Politischer Salon, genau. Bei der Volkshochschule und so, also auch sehr stark institutionalisiert. Genau, also vor allem halt eben durch Menschen, die halt eben, wie ich so gerade eben schon sagte, Johannes Becker, der sehr aktiv war, Frank Depper halt eben auch. Das sind dann schon Leute, die dann auch hier noch regelmäßig aktiv sind. Ja. Bei dieser Größe der Marburger linken Szene würde ich annehmen, dass Marburg wahrscheinlich auch trotz seiner bescheidenen Größe jetzt eine Stadt ist, die ein relativ großes linkes Kultur- und Sozialleben hat. Gibt es denn in Marburg dezidiert linke Konzerträume, Veranstaltungsräume, Clubs, linke Musik- und Kulturzentren und sowas? Oder fährt man eigentlich für alles, was jetzt Kultur, Subkulturen ausgehen angeht, eher nach Frankfurt? Nee, wir haben in Marburg tatsächlich ein sehr schönes linkes Kulturzentrum. Das ist das Trauma. Das ist ein relativ großer Veranstaltungsort mit einem Konzertsaal, mit einer kleinen Bar nebendran, wo wir auch immer wieder Kooperationen hatten, wo wir dann zum Beispiel unsere Veranstaltung immer zum Anfang des Semesters machen wir immer eine Veranstaltung, nennt sich dann Trinken mit Linken. Die haben wir jetzt regelmäßig dort gemacht. Und das gibt es schon. Es gibt auch noch andere Räume, die man dann auch nutzen kann dafür.
Also Universitätsräume natürlich dann auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es dann noch das Q, was dann so von der Stadt irgendwie so ein kleiner Raum ist. Es gibt das, wie heißt das, Café Kompass, glaube ich, von einer evangelischen Kirche, glaube ich, wo man auch als linke Person Veranstaltungen machen kann. Also das geht schon. Da gibt es auch, gerade im Trauma finden auch sehr, sehr regelmäßig Konzerte, Partys statt, irgendwelche Soli-Konzerte und sowas, da gibt es schon relativ viel, ja. Genau. Aber das Trauma ist halt auch, muss man schon sagen, sehr antideutsch geprägt, da gab es auch ein bisschen Streit hin und wieder. Ich würde sagen, das Bemerkenswerte ist eigentlich, dass die Räume, wo trotzdem linke Veranstaltungen stattfinden, Kfz zum Beispiel ist sehr bekannt, also großer Konzertsaal. Es gab im Juli irgendwann ein antirassistisches Festival dort von der DIDIF und IJV organisiert, wo PTK da war als Rapper, Markus Steiger, viele linke Leute einfach, also ja, so Sachen finden dann auch in städtischen Räumlichkeiten statt, oder nicht städtisch, aber in Kooperation mit der Stadt, die Zuschüsse bekommen, die auch also für sowas empfänglich sind, da sind und das auch gerne machen und auch, ja, eigentlich sehr korrekt. Ich habe den Eindruck, dass es in deutschen Städten sehr häufiges Phänomen ist, dass selbst in Städten, wo die antideutsche Szene zurückgeht, sie trotzdem sehr oft die Kulturzentren in der Hand haben und Linke das Problem haben, dass sie entweder mit den antideutschen Modus vivendi finden müssen, um in deren Zentren gehen zu können, oder sie halt versuchen müssen, mit hohem Aufwand ein eigenes Alternativkulturzentrum aufbauen zu müssen. Das ist in echt vielen Städten ein Problem. Was würdet ihr sagen, was für euch in der Hochschulpolitik oder, du bist ja auch in der Linkspartei aktiv, in der Marburger Kommunalpolitik, die Anliegen sind, die ihr am dringendsten erreichbar, anstrebenswert in den nächsten 1-2 Jahren haltet? Was würdet ihr unbedingt rückblickend erreicht haben wollen in 1-2 Jahren in Marburg? Marburger Kommunen aufgebaut haben. Nein, also ich glaube, ein großes Anliegen von mir persönlich ist aber auch, also was heißt persönlich, also ist natürlich auch so ein bisschen eine strategische Frage. Ich glaube, eine geeinte linke Szene wäre, glaube ich, was extrem Wichtiges, aber was so kommunalpolitische Themen angeht, ist, glaube ich, also für mich würde ich sagen, ist, glaube ich, das Thema Wohnen am zentralsten. Wir haben es ja gerade eben schon mal angedeutet, dass es ein Riesenproblem ist, auch durch diese Fluktuation, dass eben viele Studierende dann nochmal neu kommen. Viele Studierende ziehen weg, aber es gibt eben nicht genug bezahlbaren Wohnraum. Also genug Wohnraum wäre schon da, nur bezahlbar ist er halt eben nicht, wie das in vielen deutschen Städten der Fall ist. Marburg ist da auch überdurchschnittlich hoch, was die Mieten angeht. Und das wäre, glaube ich, ein Anliegen, dass man da erstens eine starke Organisation hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch die Politik dahingehend verändert, dass es eine Mietbegrenzung gibt, sowas in die Richtung gehendes, und halt eben nicht mehr solche Situationen hat, dass Studierende irgendwie nachts irgendwo zelten müssen oder im Wald zelten müssen, weil sie jetzt gerade keine bezahlbaren Wohnungen finden. Also ja, ich glaube, so konkret kann ich es, glaube ich, nicht sagen, aber das Thema Wohnen ist da, glaube ich, würde ich sagen, ist das Zentralste da. Ja. Also was auch sehr, noch sehr schon lange umstritten ist und im Streit und in Auseinandersetzung ist, das UKGM, das Uniklinikum Marburg-Gießen, ist es privatisiert, obwohl es ein Uniklinikum ist. Ich glaube, das erste privatisierte Uniklinikum deutschlandweit. Und es gibt sogar, nachdem sozusagen BioNTech hier in den Beringwerken auch mit einem Standort vertreten ist und über die Gewerbesteuern auch sehr viel Geld in die Stadtkasse eingespült hat, die Gewerbesteuern wurden übrigens genauso wie in Mainz hier auch gesenkt. Wir hatten dagegen protestiert. Aber trotzdem ist es eine Menge Geld, was noch überkam. Und in Wahlkampfzeiten zeigt sich so, als sei selbst der OB, also der Oberbürgermeister, SPD geführt, auch bereit, einen Teil von diesen kommunalen Einnahmen dafür zu verwenden, um das Uniklinikum zurückzukaufen. Und dann guckt man halt, wie es noch mit dem Land müsste eigentlich sozusagen da auch nochmal stärker voranbrechen. Aber das wäre natürlich ein gigantischer Erfolg, wenn man das entprivatisieren würde. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber es wird viel gekämpft darum. Eine zweite Sache, auch weil die Universität einfach eine ganz große Rolle in der Kommunalpolitik steht. Also wir haben die sozialen Sachen vorhin schon genannt, aber was ich noch hinzufügen würde, wäre, dass die Uni auch ein Stück weit der Verantwortung gerecht wird, sich mit dem Krieg, mit den Preissteigerungen, mit diesen ganzen Zusammenhängen auch stärker gesellschaftspolitisch auseinanderzusetzen und gesellschaftspolitisch vielleicht dann nicht so, wie das Zentrum für Konfliktforschung heute leider umgekippt ist, was ich vorhin erwähnt habe, und dann mit Ukraine fahren irgendwie die ganze Zeit nur wedelt, sondern auch stärker sich um Frieden, um Austausch, um Dialog bemüht. So, das wäre
finde ich. Ich denke, hochschulpolitisch könnte ich noch vielleicht noch eine Sache, die extrem wichtig wäre, nämlich, also wir hatten das auch mal als SDS als Wahlkampfslogan, die Uni zum Politikum machen. Also die Universität und die Lehre sind extrem entpolitisiert. Das wird als, also auch die Universität wird als völlig von der Gesellschaft losgelöste Sphäre irgendwie betrachtet. Das ist halt einfach irgendein Ausbildungsbetrieb, das ja aber ganz zentrale Orte der Ideologieproduktion sind, wird dabei sehr stark ausgeblendet. Und ich glaube, das ist was, das ist ein Einfluss, den wir, glaube ich, auch jetzt schon teilweise haben, dass die Universität wirklich nochmal als politischer Orden, als politischer Kampfplatz auch wahrgenommen wird und halt eben eine Studierendenbewegung oder eine Studierendenschaft, die eben in der Lage ist, sich zu artikulieren und ihre eigenen Interessen zu vertreten. Ich glaube, das ist ja so hochschulpolitisch, glaube ich, das wichtigste Ziel. Also das abendrotsche Erbe ist auch in Marburg nur noch von bedingter Macht. Naja. Was würdet ihr als Entscheidungshilfe für Leute, die in den Gedanken spielen, ob sie vielleicht zum Studieren oder sonst wie nach Marburg ziehen wollen, sagen, was für euch im Alltagsleben die Seiten von Marburg sind, die ihr einerseits am angenehmsten und andererseits am nervigsten findet? Also das Positive, ich würde sagen, das Positive ist, dass man in Marburg überall Leute trifft. Und das Negative dabei ist, dass man in Marburg, egal wo man ist, überall Leute trifft, die man nicht unbedingt sehen will. Es ist eine wirklich schöne Stadt. Man kann sich hier politisch sehr gut betätigen. Es ist sehr familiär. Also das ist tatsächlich so, dadurch, dass es halt wirklich eine sehr kleine Stadt ist, man sich tatsächlich überall über den Weg läuft. Man kennt sich, man findet immer irgendwelche Leute, mit denen man was man auch organisieren kann oder sowas. Also das, denke ich, ist schon das Positivste. Aber wie gesagt, das andersrum, aber eben halt auch das Ding, dass man sich halt überall sieht und dann eben auch die politischen Gegner da überall durch unterwegs sind und halt ja dementsprechend halt auch viel geredet wird und solche Sachen. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm, würde ich sagen. Ja, ich würde auf jeden Fall raten, wenn man herkommt, dass man sich gut, also ich würde nicht raten, irgendwie ganz viele Auslandssemester und Master woanders, weil, wie du gesagt hast, diese Fluktuation spielt einfach eine extrem krasse Rolle und bevor man sich irgendwie irgendwo eingefunden hat und irgendwie sich reinwurzelt, geht man dann schon wieder ins Erasmus-Semester oder sonst wo. Das würde ich nicht raten, vor allem wenn man politisch aktiv ist. Vielleicht gibt es auch andere Wege, da sozusagen Erfahrungen zu sammeln, aber genau das, was ich aber auf jeden Fall raten würde, wäre, sich genau anzuschauen, was man genau studieren will. Also auch zu gucken, wer lehrt da, was für Seminare gab es in den letzten Jahren und dementsprechend auch, je nachdem, was für Interessen man hat, auch direkt zu gucken. Und da gibt es schon ein gewisses Angebot und wenn es keins gibt, muss man es manchmal selber machen und findet auch sehr schnell Leute dafür, halt auch so Sachen nochmal kritischer zu beleuchten, VWL kritisch zu beleuchten oder je nachdem, was man vorhat. Es gibt hier auch arbeitskreiskritische JuristInnen. Wir haben früher kritische Ökonomen gehabt. Wir haben kritische MedizinerInnen, die vor allem sehr stark auch in diese UKGM-Privatisierungsgeschichte involviert ist. Also man hat viel Platz, sich auch politisch auszutoben und wirklich ein bisschen mehr zu bestimmen. Ja. Das war's dann aus dem Marburger Aster. Wir werden uns bald noch jetzt begeben auf die Tour durch die Marburger Altstadt, die Oberstadt und gleich dann im Video weitermachen mit Aufnahmen aus der Marburger Altstadt. Thank you.
tatsächlich nur darüber. Ich bin jetzt am Frankfurter Hauptbahnhof, werde von dort aus nach Speyer weiterfahren. Die nächsten Ausgaben des Blogs werden jetzt voraussichtlich aus Speyer selbst einerseits, andererseits aus Baden-Württemberg, aus Mannheim geben, eventuell vielleicht auch mal was aus Hessen. Dann werde ich Anfang September nach Berlin zurückfahren. Das wird wahrscheinlich noch aus Südwestdeutschland 2 oder 3 Ausgaben des Deutschland-Ticket-Vlogs geben und dann wieder einige aus Ostdeutschland, aus dem Großraum Berlin.